Hallihallo zusammen. Herzlich willkommen beim Sport- und Yoga-Einheit. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Ich bin die Maggie. Ich bin die Christine. Und wir starten, so wie beim letzten Mal, erstmal mit einem kleinen Aufwärmen, damit alle Gelenke warm werden. Stellen uns dafür erstmal auf ein Bein. Steinbein ist leicht gebeugt. Das andere Bein bringt ja nach vorne und erstmal die Fußspitze strecken und beugen im Wechsel. Die Übungen könnt ihr entweder barfuß machen, ihr könnt die aber auch ruhig mit Socken und Schuhen machen. Einfach wie es sich für euch gut und angenehm anfühlt. Sehr gut, dann in der Position bleiben. Jetzt kreisen wir die Fußspitze erst in eine Richtung, dann in die andere Richtung, Wechsel. Sehr gut, dann wechseln wir natürlich die Seite, das andere Bein. Standbein immer darauf achten, dass es leicht gebeugt ist. Und dann wieder erstmal Fußspitze strecken und beugen. Sehr schön. Und auch da wieder Fußspitze kreisen. Erst in eine Richtung. Dann die Richtung wechseln, andersherum. Super, dann beide Füße absetzen, Füße zusammen, die Hände auf die Knie und jetzt wollen wir unsere Knie kreisen, um die Kniegelenke ein bisschen zu lockern. Auch da in eine Richtung und in die andere Richtung wechseln. Sehr gut. Super, dann gehen wir ein Gelenk weiter, Hände auf die Hüfte. Füße ein bisschen breiter aufstellen und jetzt die Hüfte kreisen. Sehr gut. Kann auch eine gute Übung als Aufwärmen vom Tanzen sein. Und Richtung Wechsel, andersherum. Sehr gut. Dann strecken wir die Arme nach außen und jetzt wollen wir den Oberkörper drehen, soweit wie es geht, nach links und rechts. Der Kopf dreht sich immer schön mit. Und falls ihr nicht so viel Platz habt, wie wir hier das Glück haben, könnt ihr euch auch die Arme beugen und die gleiche Übung damit machen. Okay, dann bleiben wir in die Mitte stehen, die Arme bleiben ausgestreckt und jetzt kleine Kreise erst nach vorne und die Richtung Wechsel. Wir wollen die Schultergelenk, die Armmuskulatur ein bisschen aufwärmen und dann wieder nach vorne kreisen, jetzt größere Kreise. Super. Und letzte Mal Wechsel, nach hinten kreisen. Sehr gut. Okay, dann lassen wir die Hände nach unten fallen, ein bisschen lockern, ausschütteln. Und jetzt kreisen wir die Schultern abwechselnd von vorne nach hinten, links und rechts. Sehr gut. Und Richtung Wechsel, andersherum. Okay, super. Sehr schön. Und nochmal lösen, locken. Dann die Hände zusammen, Handgelenk kreisen. Auch eine schöne Übung, um die Handgelenke ein bisschen zu lockern. Und die Richtung Wechsel, andersherum. Und letzte Übung vom Aufwärmen. Wir bringen Kinn zur Brust und lassen den Kopf zweimal in eine Richtung kreisen. Und dann die Richtung wechseln.
Okay, und lösen. Sehr gut, das war so eine kleine Check-up, um zu gucken, wie es der Körper so geht und um den überhaupt einfach warm zu machen. Jetzt machen wir noch ein paar Stabi-Übungen. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal wieder uns auf ein Bein hinstellen. Standbein bleibt wieder leicht gebeugt. Und das andere Bein versuchen wir erstmal nach außen zu strecken und stabil zu stehen. Und wenn das gut klappt, könnt ihr dann probieren, das Bein ein bisschen nach außen zu bewegen, mit ganz kleiner Bewegung. Versucht dabei mit dem Oberkörper trotzdem aufrecht zu bleiben. Die Schulterblätter bewusst nach hinten rücken. Genau. Und jetzt könnt ihr versuchen, kleinere Bewegungen zu machen und ein bisschen schneller. Größere Bewegung und jetzt wieder langsamer. Es kann dabei helfen, wenn ihr einen Punkt entweder auf dem Boden oder vorne, wenn ihr das zu Hause macht, vielleicht an der Wand einen Punkt fixiert, um stabil zu stehen. Sehr gut. Und Beine lösen, lockern. Dann wechseln wir die Seite, das gleiche. Standbein wieder leicht beugen, das andere Bein nach außen bringen. Und erstmal kurz halten. Sehr schön, gut so. Und dann wieder kleine Bewegung. Genau, das Bein hin und her schwingen. Genau, und dann machen wir kleinere Bewegung, ein bisschen schneller. Super. Und dann wieder größere Bewegung. Sehr schön, gut so. Super. Und wieder Bein lösen, locken, ausschütten. Sehr gut. Dann machen wir noch eine Stabi-Übung. Wieder Standbein leicht beugen. Und mit dem anderen Bein wollt ihr eure Vorname schreiben. Also ihr stellt euch vor, ihr rettet eine Kuli zwischen großen C und der zweiten C. Und ihr versucht, die Buchstabe, eure Vorname vor euch in die Luft zu schreiben. Cool, wäre jetzt Tim Monoton? Ja, genau. Wenn ich fertig bin? Sehr gut. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr probieren das gleiche mit dem anderen Bein. Auch da Standbein leicht beugen. Und wieder Vorname. Und wenn ihr Spaß dran habt, könnt ihr eure Vorname und Nachname. Spitzname. Oder Spitzname. Nachbarname. Genau. Hopp. Sehr gut. Und dann die Beine nochmal lockern, lösen, ausschütten. Okay, dann machen wir doch noch eine Übung. Und zwar könnt ihr probieren, auf die Stelle ganz locker mal ein bisschen so zu laufen, ganz entspannt. Und wenn ich in die Hand klatsche, versucht ihr einen Sprung nach vorne zu machen. Wenn ich einmal klatsche, wenn ich zweimal klatsche, springt ihr seitlich und versucht dann stabil zu stehen nach dem Sprung. Also einfach auf die Stelle ein bisschen laufen. Wenn ich einmal klatsche, nach vorne springen, wenn ich zweimal klatsche, seitlich. Genau, und dann stabil stehen. Sehr gut. Und dann nochmal. Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Das gleiche jetzt mit dem anderen Bein. Sehr schön. Und weiter geht's. Nochmal auf die Stelle laufen. Ja, sehr gut. Wir machen jetzt weiter. Nach dem Sprung versucht ihr mit eurer Hand eure Fuß- oder Schienbein zu berühren. Jetzt wieder mit dem ersten Bein. Und dann nochmal versuchen mit der Hand, wenn es geht, bis zum Boden oder bis zum Kinn oder bis zum Schienbein. Und kurz nach unten. Immer noch mit dem Bein. Ja, sehr gut. Hochkommen. Sehr schön. Und letzter Wechsel mit dem anderen Bein. Okay. Super.
Sehr gut, noch einmal. Selber getan. Also jetzt einmal okay. Geklatscht und bis zur Seite gegangen? Ich habe einmal geklatscht und wollte zur Seite, bin aber gerade. Okay, und die Beine lösen, locken, ausschütten. Sehr gut, Aufwärmen geschafft. Wir gehen jetzt auf die Matte und machen ein paar Übungen, beziehungsweise werden jetzt ein paar Kräftigungsübungen machen. Manche auf die Matte, manche daneben. Und ja, lass uns weitermachen. So, alle warm geworden. Jetzt geht's weiter mit unseren Kräftigungsübungen. Und zwar haben wir 5 Übungen vor. Wir wollen jede Übung jeweils 3-mal machen, 30 Sekunden. Erste Aufgabe, dafür braucht ihr noch keine Matte. Wir machen die Kniebeuge. Und zwar so, könnt ihr euch aussuchen, entweder bleibt ihr in das Kniebeuge oder ihr könnt das auch aktiv machen. Also Kniebeuge, nochmal für alle. Kniescheibe darf nicht über die Fußspitze, das heißt, ihr streckt den Po nach hinten und kommt wieder nach oben. Wenn ihr das passiv macht, ihr könnt auch eure Hände auf euren Schulter ablegen und die Position halten. Und wenn ihr das aktiv machen möchtet, dann kommt ihr immer wieder hoch und geht wieder mit dem Po nach unten. Könnt ihr euch aussuchen, welche Variante ihr machen möchtet. Okay, alle bereit? Ich nehme die Zeit. Christine bereit? Okay, und los geht's. Kniebeuge, entweder passiv oder aktiv. Sehr gut, ohne Absprache. Christine macht aktiv, ich mache passiv. Dann könnt ihr beides zugucken. Sehr schön. Die Füße sind circa hüftbreit auseinander. Fußsohle bleiben auf dem Boden. Ferse sind auf dem Boden, ganz wichtig. Und wenn ihr unten bleibt, auch nach oben geht, die Schulterblätter zusammen nach hinten rücken. Überlegt euch, ob ihr den Pulli doch ausziehen. Noch 2, 1 und Pause. Die Beine ein bisschen lockern, ausschütteln. Wir machen immer 30 Sekunden üben, 20 Sekunden Pause. Noch 5 Sekunden Pause. Dann geht's weiter. Ihr dürft euch aussuchen, ob ihr zwischendurch immer die gleiche Übung macht oder danach Wechsel ab, als Abwechslung. Und weiter geht's. Probier beim nächsten Mal einfach mal passen. Ja, genau. Gute Frage. Letzte 5 Sekunden, dann habt ihr 2. Wiederholung geschafft. Noch 2, 1 und lösen. Pause. Bein nochmal lockern. Dann haben wir eine schöne Übung für den ganzen Unterkörper. Oberschenkel werden schön dabei trainiert, auch die Po-Muskulatur. Noch 5 Sekunden Pause, dann geht es in die 3. Runde. 2, 1 und weiter geht's. Ich bin hier bei so einer Ski-Abfahrt. Genau. Skitraining wird auch das Kniebeuge ganz oft gemacht. Der Kniebeuge, wie auch immer. Auch anstrengend. Ja. Kommen wir zu dem Schluss, beides ist anstrengend. Beides ist anstrengend, habt ihr gehört? Bestätigung von Christine Neuner. Letzte 2. Und Pause. Sehr schön, Übung 1 geschafft. Es geht weiter. Wir wollen die Liegestütz machen und zwar Liegestütz halten. Dafür könnt ihr auf eure Matte gehen. Es gibt auch dafür 2 Varianten. Ihr setzt Lenk. Entweder geht ihr auf die Knie. Wenn ihr auf die Knie bleibt, schiebt ihr euren Bauch nach unten, damit ihr eine Linie macht mit dem Rumpf. Also entweder Position halten, ihr könnt auch dabei die Füße nach oben oder die normale auf die bleiben. Ihr müsst ja nicht die nach unten und nach oben gehen. Also halten. Variante 2 und Variante 1 nochmal. Hier Bauch anspannen,
Rumpf, alles ist angespannt und halten. Das machen wir auch 3x 30 Sekunden. Christine bereit? Okay. Zeitnehmer ist auch bereit, Kameramann ist auch bereit und los geht's, Runde 1. Ja, genau. Und bewusst, wie Christine gerade korrigiert hat, die Schulterblätter zusammen nach hinten rücken und halten. Sehr gut. Zwischendurch könnt ihr auch mal ein bisschen lächeln, um die Gesichtsmuskulatur zu entspannen. Ja, ganz so. Oder die, wenn das so ist, könnt ihr die Augen auch dabei schließen. Noch ein, zwei, eins und Pause. In der Pause könnt ihr euch entweder in die Bauchlage hinlegen oder in der Stellung des Kindes, wie im Yoga. Gleich weiter in 4 Sekunden. Mal in der Position gehen. 2, 1 und weiter geht's. Runde 2. Das ist definitiv anstrengend. Ja. Halten und dabei immer bewusst Bauch, Po, Rücken, alles anspannen. Letzte 5 Sekunden, dann habt ihr auch Runde 2 geschafft. 2, 1 und lösen. Eine Runde noch. In 5 Sekunden. Noch 3, 2, ja. Und weiter geht's. Ich habe vorhin die Zeit verpasst. Sehr schön, 20 Sekunden sind rum, die letzte 10. Noch 3 und lösen. Sehr gut. Übung 2 geschafft. Es geht weiter für die euch in die Rückenlage. Die Füße sind hinter dem Po aufgestellt. Ja, eure Arme sind links und rechts gestreckt, Oberkörper leicht anheben und in der Position wollt ihr mit euren Händen Richtung eure Fersen. Oberkörper bleibt dabei leicht angehoben und ihr geht immer links und rechts eine kleine Bewegung Richtung eure Füße. Und das ist eine schöne Übung für die Bauchmuskulatur und vor allem für die seitliche Bauchmuskulatur. Auch das machen wir 3x 30 Sekunden. Christine bereit? Ich hoffe, ihr seid auch alle bereit. Und los geht's. Also Oberkörper leicht anheben und versuchen mit euren Händen links und rechts Richtung eure Füße zu gehen. Desto kleiner die Bewegung. Sehr schön. Letzte 5 Sekunden. 2, 1 und Pause. Runde 1 gepackt. In 5 Sekunden geht's weiter. Noch 2, 1 und weiter geht's. Zweite Wiederholung. Genau, Oberkörper leicht anheben. Super, die letzte 10 Sekunden. Letzte 5.
Und Pause. Eine Runde noch. Eine Runde noch in 5 Sekunden. 2, 1 und weiter geht's. Nochmal linke Hand zu linken Fuß, rechte Hand zu rechten Fuß. Super. Sehr gut, Christine. Gleich geschafft. Die letzte 8 Sekunden. Noch 2 und Pause. Okay, wieder lösen, Bauch entspannen. Für die nächste Aufgabe dürft ihr euch einmal drehen und in die Bauchlage begehen. Die Übung heißt Superman oder Superwoman. Zwei Möglichkeiten. Ihr lasst eure Fußspitze hinten auf die Matte und Oberkörper ist leicht angehoben. Die Arme sind gestreckt, Position halten. Oder ihr könnt auch die Fußspitze in die Luft bringen. Oberkörper leicht anheben, die Arme sind gestreckt, diagonal nach vorne und halten. Falls jemand ein bisschen Probleme in den Schultern hat, Variant wäre die Hände, die Arme nach hinten Richtung Po, über den Po neben dem Po auszustrecken und die Position zu halten. Also Oberkörper leicht anheben, das ist eine super Übung für den oberen Rücken vor allem und halten. Entweder die Variant oder Arm nach vorne und halten. Christine, bereit? Dann nehme ich noch mal die Zeit und los geht's. Arme ausgestreckt nach vorne. Genau. Mit eurem Gesicht guckt ihr schön nach unten, diagonal, damit die Wirbelsäule im Nackenbereich auch gerade ist. Und halten. Halbzeit. Sehr gut. Das sieht gut aus. Super. Letzte 5 Sekunden, 2, 1 und lösen. Kurze Pause. Noch 5 Sekunden, 2, 1 und weiter geht's. Arme ausgestreckt, genau, denkt dran, Gesicht guckt nach unten. Po bewusst anspannen, wenn ihr die Füße in die Luft habt. Und halten. Gleich geschafft, letzte 5. Und Pause. Eine Runde noch. Dann gibt es nur noch eine Übung. In 5 Sekunden geht es weiter. 2, 1 und los geht's. Auf geht's, Christine. Letzte Runde für die Übung. Ganzer Körper ist angespannt. Schöne Übung. Schwerpunktmäßig für den oberen Rücken. Schulterblätter zusammen nach hinten rücken. Arme diagonal nach vorne ausstrecken, halten. Letzte 10. Die letzte 3 Sekunden. Und lösen. Super. Übung 4 geschafft. Letzte Aufgabe, bevor es zu Yoga geht. Wir gehen in der Vierfüßlerposition, Vierfüßlerstand. Und wir wollen Vierfüßlerstand halten.
Das heißt, die Handgelenke sind unter den Schultergelenk, die Kniegelenke sind unter der Hüftknochen und ihr hebt hinten, setzt ihr eure Fußspitze auf und jetzt wollen wir die Knie von der Matte abheben. Ganz leicht anheben. Also ihr versucht, guckt, dass eure Knie so nah an der Matte dran bleibt, aber nicht auf die Matte und die Position halten. Das ist auch nochmal eine Ganzkörperkräftigungsübung. Nochmal? Haben wir schon angefangen? Nee. Genau, das war vormachen. Genau, und versucht auch, das wollen wir 3x30 Sekunden machen. Das ist noch einmal als Abschluss Ganzkörperkräftigungsübung. Hast du recht. Besser noch einmal fragen. Das war die Proberunde, die ihr hoffentlich alle schon bestanden habt. Okay, und los geht's. Knie ganz leicht anheben, die Knie noch ein bisschen weiter und deine Hüfte, Christine, weiter nach vorne, die Knie und die Füße. Beide, ja, genau. Noch ein bisschen. Ja, genau, super. Und halten. Das, was ihr am schnellsten spürt, wenn ihr merkt, oh mein Rücken, oh meine Beine, oh mein Bauch, immer das, was ihr als Erstes spürt, das ist da, wo ihr eure Schwäche habt. Und Pause, Runde 1 geschafft. Und das, was ihr nicht spürt, das ist alles das, was am stärksten ist. Die Nase. Die Ohren. Okay, noch 2, 1 und weiter geht's. Auch da wieder Hände unter den Schultergelenk, die Schulterblätter zusammen nach hinten rücken. Super. Wichtig auch eine kleine Abstand zwischen beide Knie. Damit auch da die Abduktoren und Adduktoren mitarbeiten dürfen. Die letzte 5 Sekunden. Super, Christine, gleich gepackt. 2, 1 und Pause. Sehr gut. Es gibt noch eine Runde. Die letzte Runde geht in 2, 1 und los geht's. Noch einmal alles anspannen. Schöne Ganzkörperkräftigungsübung. Sehr gut, gleich geschafft. Letzte 10 Sekunden. Noch 5 und lösen, Pause, Schulter ein bisschen lockern, super gemacht, Übung 5 geschafft, jetzt geht's zum Part 2 mit der Yoga. Du stehst am Anfang deiner Matte, alle Zehen sind gerade nach vorne ausgerichtet. Und du hebst einmal alle Zehen von deiner Matte ab und lässt sie einzeln nach unten sinken. Du schiebst deine Fersen leicht nach außen, ohne sie von der Stelle zu bewegen. Dann ziehst du dein Schambein ein wenig nach oben, um deinen unteren Rücken ganz lang werden zu lassen. Stelle dir nun an deinem Kopf einen Faden vor, der dich ganz lang nach oben zieht. Lasse mit deinem nächsten Ausatmen dein Kinn und deine Schultern nach unten sinken. Deine Arme sind entspannt nach unten, deine Hände, deine Finger sind ganz natürlich gekrümmt auf Höhe deiner Oberschenkel. Schließe einen Moment deine Augen. Die Grundhaltung Tadasana ist eine wesentliche Haltung im Yoga und sie unterstützt dich im Alltag, standfest zu sein, dich aufrecht und stark zu fühlen. Atme ganz tief in deinen Körper hinein. Vielleicht schaffst du es sogar weiter, als in deine Lunge hineinzuatmen. Stell dir vor, dass der Atem bis nach unten unter deinen Bauchnabel fließt. Hier ist das Kraftzentrum, dein Hara. Stelle dir vor, der Atem fließt immer weiter nach unten. Du atmest in dein Kraftzentrum, in dein Hara hinein. Wenn du magst, kannst du auch mal eine Hand auf deinen Bauch legen
und spüren, wenn du einatmest, wie die Bauchdecke sich hebt und wenn du ausatmest, wie sie sich langsam wieder senkt. Spüre die Wirbelsäule, die Aufrichtigkeit deiner Wirbelsäule. Vielleicht magst du dich noch ein wenig mehr nach oben strecken. Spüre, dass du auf beiden Füßen fest und sicher stehst. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, kannst du auch mal ein wenig das Gewicht verlagern. Von rechts nach links, von links nach rechts. Ein wenig nach vorne und nach hinten, um deine Mitte zu finden. Nimm dir so viel Zeit, wie du dafür brauchst. Und atme entspannt in deinen Körper hinein und lasse den Atem entspannt wieder herausfließen. Nun nimm noch einen ganz bewussten, ganz tiefen Atemzug und wenn du ausatmest, stelle dir vor, dass alles, was dich noch beschäftigt, was dein Kopf noch mit sich herumschleppt an Gedanken oder auch Gefühle, die du nicht mehr brauchst, atmest du einfach aus. Atme frischen Sauerstoff, frische Energie in deinen Körper hinein und atme alles aus, was du gerne loslassen möchtest. Mit deinem nächsten Einatmen streckst du dich aus der Mitte deines Körpers ganz lang zur Zimmerdecke, zum Himmel oder wo immer du auch bist. Strecke deine Wirbelsäule so lang wie möglich und komme ausatmend nach vorn. Schüttel deine Schultern, deinen Kopf, schüttel alles aus, schüttel alles ab, was dir im Nacken sitzt, was dir deine Schultern schwer sein lässt oder dich nicht richtig aufrichten lässt. Und wenn du fertig bist, wenn du alles losgeworden bist, so gut wie es heute gerade geht, dann bleibe einen Moment in der stehenden Vorwärtsbeuge, verschränke deine Arme, nicke, sage ja, schüttel deinen Kopf, sage nein, bewege ihn ein wenig hin und her, unschlüssig vielleicht. Dann löse deine Hände. Bleibe noch einen Moment in dieser Position, bevor du einatmest, deinen Kopf als letztes, dich Wirbel für Wirbel ganz langsam in deiner Zeit wieder aufrichtest. Wenn du im aufrechten Stand angekommen bist, spüre deine Wirbelsäule. Lasse ganz bewusst deine Schultern nach unten sinken. Hebe dein Brustbein ein wenig an, vielleicht magst du dir auch hier einen Faden vorstellen und spüre nach. Mit deinem nächsten Einatmen macht dein rechter Fuß einen großen Schritt zurück. Das linke Bein ist lang gestreckt, das rechte Bein leicht angeschrägt. Du streckst deine Arme lang aus, du kommst aus der Mitte deines Körpers so lang wie möglich nach vorn und lässt die Hand hier nach unten sinken, entweder auf dein Schienbein oder auf deinen Fuß oder, wenn es dir möglich ist, auf den Boden, auf die Matte. Die andere Hand, die rechte, streckst du lang nach oben. Die Finger sind lang gestreckt, die Handfläche zeigt nach vorn und dein Blick geht nach oben zur Hand. Öffne deine Seite ganz weit in Trikonasana, dem seitlich geöffneten Dreieck. Atme entspannt in deinen Körper hinein, lasse den Atem kommen und gehen und mit deinem nächsten Ausatmen lasse die rechte Hand nach vorne, nach unten sinken. Lasse deinen Oberkörper langsam auf den linken Oberschenkel sinken, die Nase in Richtung Knie, werde ganz lang. Wenn du die Dehnung noch weiter vertiefen magst, bringst du nun die Hände hinter deinem Rücken zusammen und streckst die Arme lang nach oben. Wenn dir das zu viel ist, kannst du auch einfach in der vorigen Asana bleiben. Spüre hinein, was für dich heute das Richtige ist, wie weit du dich und deinen Körper gerne fordern möchtest. Atme entspannt in deinen Körper hinein und mit deinem nächsten Einatmen lasse die Arme los und richte langsam den Oberkörper auf. Ausatmend mache einen großen Schritt nach vorne an den Anfang deiner Matte und spüre nach. Nun bringe deinen linken Fuß zurück. Der linke Fuß ist leicht angeschrägt, das rechte Bein lang gestreckt, der Blick nach vorne gerichtet. Du streckst deine Arme aus und kommst aus dem Becken, aus der Hüfte so lang wie möglich nach vorn. Du lässt die rechte Hand nun auf deinen rechten Schenkel sinken, auf deinen rechten Fuß oder, wenn es dir möglich ist, nach unten auf Boden und Matte. Den linken Arm streckst du lang in Richtung Himmel, Zimmerdecke,
Dein Blick ist nach oben gerichtet, die Handfläche zeigt nach vorn. Lasse deinen Atem kommen und gehen, öffne deine Seite ganz weit, flexibel, offen für Neues. Und mit deinem nächsten Ausatmen lasse die linke Hand nach unten sinken. Du sinkst auf deinen rechten Oberschenkel, die Nase in Richtung Knie, vielleicht magst du auch dein Knie küssen. Entspanne deine Schultern. Entweder bleibst du hier in der Dehnung oder wenn du noch weitergehen möchtest, bringe die Hände hinter deinem Rücken zusammen, strecke die Arme lang nach oben und komme so noch ein wenig tiefer in die Dehnung. Löse deine Hände, komme einatmend mit dem Oberkörper zurück in die aufrechte Position. Großen Schritt nach vorne an den Anfang deiner Matte. Und spüre nach. Strecke nun einatmend die Arme lang nach oben in den Himmel oder zur Decke. Lasse deine Schultern nach unten sinken, bleibe fest und sicher auf beiden Füßen stehen und dann dehne dich so weit, wie es dir möglich ist, nach rechts. Werde ganz lang in deiner linken Seite. Komme einatmend zurück in die Mitte und lasse dich ausatmend nach links sinken. Lasse die rechte Seite ganz lang werden. Komme einatmend zurück in die Mitte und lasse ausatmend die Hände vor dein Herz nach unten sinken. Einatmen und ausatmen, die Arme lösen und einen Moment nachspüren. Bringe nun dein Gewicht auf dein Fuß. Lege den Fuß, in dem du besonders den großen Zeh in der Matte verankerst, die Ferse leicht nach außen schiebst. Spanne das linke Bein an, spanne die linke Po-Hälfte an. Dann winkelst du das rechte Knie an. Du kannst nun entweder die Fußsohle an den Knöchel stellen oder an die Wade. Wichtig, nicht ans Knie, dann drückst du dein Knie nach außen, also entweder unters Knie oder wenn du weitergehen möchtest, bringst du die Fußsohle an die Innenseite deines Oberschenkels, streckst das rechte Bein zur Seite, richtest dich auf, bringst die Hände vor dir zusammen und streckst dich lang nach oben. Lasse die Schultern nach unten sinken und öffne ganz langsam deine Baumkrone. Die Finger werden ganz lang aus den Gelenken, lasse die Äste wachsen, lasse die Blüten aufgehen. Bring die Schulterblätter in deinem Rücken zusammen und atme tief in deinen Körper hinein. Bringe nun langsam die Hände vor deinem Herzen zusammen und lasse ausatmen die Arme und das Fuß nach unten sinken. Wenn du bei einer Asana rauskommst, lass dir Zeit, fang einfach nochmal vorne an oder mache einen Moment Pause und übe später weiter. Bringe nun dein Gewicht auf deinen rechten Fuß. Der große Zeh ist fest in der Matte. Spanne dein rechtes Bein, die rechte Po-Hälfte an. Bringe an die Wade, nicht ans Knie. An die Innenseite deines Oberschenkels. Hier ist ganz wichtig, dass du genug Spannung aufbaust, damit du halten kannst. Oder wenn du merkst, du bist heute ein bisschen wackelig, kannst du auch hier jederzeit wieder zurückgehen. Beim Yoga ist es nicht wichtig, etwas erreichen zu wollen. Es ist wichtig, hineinzuspüren, zu schauen, was fühlt sich heute gut und richtig an. Auch die Komfortzone ein wenig zu verlassen, aber dich nicht zu stressen, sondern eher hineinzuspüren und zu entspannen. Wenn du die heutige für dich richtige Position gefunden hast, ups, dann bringe die Hände vor deinem Herzen zusammen und strecke die Arme einatmend ganz lang nach oben. Werde ganz lang aus der Mitte deines Körpers, lasse die Schultern nach unten sinken und dann öffne deine Baumkrone. Lasse die Blüten ganz weit öffnen, lasse die Gelenke, bringe die Blätter in deinem Rücken zusammen. Atme tief in dein Herz hinein, fülle deine Lunge mit frischer Energie, mit frischem Sauerstoff. Bringe nun die Hände zurück vor dein Herz und lasse ausatmen das Bein und die Arme entspannt nach unten sinken. Spüre einen Moment nach.
Und dann bringe noch einmal das Gewicht auf das linke Bein. Du hebst nun das rechte Knie nach vorne an. Du umfasst mit beiden Händen das rechte Knie. Du richtest deinen Oberkörper ganz lang nach oben auf. Strecke dich. Spanne das linke Bein an. Lasse deinen Atem kommen und gehen. Dann umfasse mit der rechten Hand dein rechtes Fußgelenk. Bringe den rechten Fuß nach hinten. Bleibe im Oberkörper aufgerichtet und lang gestreckt. Löse die Hand, lasse den Fuß nach unten sinken. Spüre einen Moment nach. Dann bringst du das linke Bein nach vorne, das rechte Bein ist angespannt und standfest. Die Hände umfassen das linke Knie. Du streckst deinen Oberkörper ganz lang nach oben. Richte dich auf, spüre deine Standfestigkeit und falls du wackelst, kein Problem, beginne einfach noch einmal von vorn. Und übe. Fasse nun mit der linken Hand dein linkes Fußgelenk. Richte dich auf, spanne dein Standbein an, strecke den Oberkörper lang nach oben, richte die Wirbelsäule auf. Wenn etwas nicht funktioniert, heißt es nur, dass es vielleicht heute nicht so gut klappt oder aber, dass du fleißig üben möchtest. Dann löse die Hand und lasse den linken Fuß wieder nach unten sinken. Die nächste Übung kannst du so weit machen, wie es sich heute für dich richtig anfühlt. Spüre hinein, wo heute deine Grenze ist und übe einfach weiter. Bringe das Gewicht noch einmal auf den linken Fuß, spanne dein linkes Bein an, die rechte Hand umfasst noch einmal den rechten Fuß. Du kannst hier auch mit den Händen mehr in Richtung Zehen gehen. Nun bildest du mit der linken Hand ein Mudra, der Zeigefinger geht an die Mitte des Daumens. Jetzt gehst du ganz langsam, du winkelst den linken Arm an, ganz langsam mit deinem Oberkörper nach vorn und mit dem rechten Bein nach hinten. Du kannst das Bein langsam mehr und mehr nach oben ziehen. Und wenn du merkst, hier wackelt es, geh einfach wieder etwas zurück. Spüre hinein, probiere aus und schaue mit deinem Blick auf einen festen Punkt, an dem du dich festhalten kannst. Finde deine Balance im Tänzer. Und wenn du merkst, es reicht, dann löse auf, gehe ganz langsam wieder zurück, stelle den Fuß zurück auf den Boden und spüre nach. Wenn du keinen Partner bei dir hast, dann machst du das auch auf der anderen Seite alleine. Man kann diese Übung auch zu zweit machen. Das heißt, ihr stellt euch dann einfach gegenüber mit ein wenig Abstand. Bringt das Gewicht auf den rechten Fuß, das Standbein fest im Boden verankern, links das Bein anwinkeln, mit der linken Hand den linken Fuß, den linken großen Zeh umfassen. Erst rechts ein Mudra bilden. Jeder findet für sich seine eigene Standfestigkeit. Dann lässt du dich ganz langsam nach vorne sinken. Und wenn du das Gefühl hast, du stehst gut, kannst du auch mal mit deinem Partner, deiner Partnerin die Hände aneinander legen. Hier ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, aber nicht versuchen festzuhalten oder zu übernehmen. Angucken ist umso schwieriger. Und dann langsam die Asana wieder verlassen, den Fuß auf dem Boden abstellen und einen Moment nachspüren. Jeder geht wieder auf seine Matte. Stehe noch einmal in Tadasana. Stelle dir den Faden an deinem Kopf vor, der dich ganz lang nach oben zieht. Deine Schultern nach oben. Die Füße sind fest in der Matte verankert. Atme entspannt in deinen Körper hinein. Und wenn du ausatmest, lass alles los. Mit deinem nächsten Einatmen streckst du die Arme diagonal nach vorn, die Handflächen zeigen zueinander und ausatmend setzt du dich auf einen imaginären Stuhl, Utkatasana. Der Stuhl ist nicht ganz so groß, es ist kein Barhocker, es ist vielleicht ein kleiner Schemel. Geh so weit nach unten, wie du es heute gut halten kannst. Wenn du merkst, es wird dir zu viel, geh wieder ein wenig weiter nach oben. Und dann lasse dich ganz langsam nach unten sinken, sodass du auf deiner Matte zum Sitzen kommst. Bringe die Hände neben dich und rolle ganz langsam Wirbel für Wirbel in die Rücken-Entspannungslage. Lasse für einen Moment alle Anspannung los.
Die Füße stehen nun parallel zueinander, die Knie sind angewinkelt, die Hände liegen entspannt neben dir auf deiner Matte und mit deinem nächsten Einatmen hebst du das Becken, den Po von der Matte ab in die Schulterbrücke. Spanne deine Bauch, deine Rücken, deine Gesäßmuskulatur an und halte die Spannung. Auch hier kannst du dir nun einen Faden an deinem Bauchnabel vorstellen, der dich noch weiter nach oben zieht. Halte die Spannung. Wem das zu einfach ist, der kann es sich etwas schwerer machen, indem er abwechselnd das linke Bein nach oben streckt. Wieder absetzen. Das rechte Bein nach oben strecken. Wieder absetzen. Im Wechsel, wenn du magst. Oder wenn du einfach die Position halten möchtest, dann bleib in der Schulterbrücke. Lege nun deine Hände unter deinen Po, die Handflächen liegen auf der Matte. Du lässt den Po auf die Handrücken nach unten sinken und streckst deine Beine langsam nach unten aus. Für die nächste Asana brauchst du nun deine Unterarme, deine Ellbogen. Hierauf stützt du dich ab und kommst mit dem Oberkörper nach oben. Dein Blick ist auf deine Zehen gerichtet, der kleine Fisch. Wenn du merkst, es genügt dir, es strengt dich an, dann bleibe im kleinen Fisch. Wenn du sagst, überhaupt kein Thema heute, dann geh ein wenig weiter. Hebe dein Brustbein nach oben an, unterstützt vom Oberarm, Unterarm und Ellbogen. Strecke dich ein wenig mehr nach oben. Wenn du noch weiter gehen möchtest, hebe dein Brustbein lang nach oben an und lasse den Kopf nach hinten sinken in den großen Fisch. Hier ist es ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass du noch genügend Kraft hast, mit dem Oberkörper wieder zurückzukommen. Spüre hinein, was heute für dich gut ist. Im großen Fisch kannst du dir vorstellen, dass du dein Herz ganz weit öffnest. Und wer sagt, da geht immer noch was, der kann in den springenden Fisch gehen. Die Beine lang nach oben strecken. Achte auf deine Kraft. Bleibe nur so lange in der Asana, wie du sie gut halten kannst. Und wenn du genug hast, egal für welchen Fisch du dich entschieden hast, komme langsam wieder zurück. Blick auf die Füße. Langsam in die Rückenlage sinken lassen. Deine Hände, deine Arme wieder befreien und ganz langsam Wirbel für Wirbel von oben nach unten auf deine Matte sinken lassen. Du kannst nun entweder die Füße rechts und links an den Mattenrand stellen, die Knie zusammenfallen lassen oder wenn es dir angenehmer ist, streckst du die Beine einfach rechts und links aus, lässt die Füße auseinanderfallen, lässt die Arme auseinanderfallen und spürst einen Moment nach. Winkle nun noch einmal deine Knie an, bringe die Füße hinter dem Po auf die Matte, die Arme legst du 90 Grad von dir entfernt hin. Du lässt nun deine Knie nach rechts und deinen Kopf nach links sinken. Komme einatmen zurück in die Mitte und lasse ausatmen die Knie nach links und den Kopf nach rechts. Einatmen, zurück in die Mitte und bestimme nun deinen eigenen Rhythmus, dein eigenes machen. Du kannst aber auch, wenn es dir angenehmer ist, mit Beinen und Kopf auf einer Seite für mehrere Atemzüge bleiben. Spüre hinein, was für dich, für deine Wirbelsäule heute gerade richtig ist. Wenn du den Wechsel machst von links nach rechts über die Mitte, achte darauf, dass der untere Teil deiner Wirbelsäule tatsächlich im Boden in der Matte ist. Der Kopf dreht sich mit. Fühle deine Wirbelsäule. Eine Asana, die ganz besonders die Flexibilität der Wirbelsäule anspricht, die sehr wohltuend für die Wirbelsäule ist, gerade auch bei Rückenschmerzen. Setze sie so um, dass sie für dich genau richtig ist. Du
umfasst nun mit beiden Händen beide Knie. Du ziehst ganz sanft die Knie zu dir heran. Dein Kinn ist leicht zur Brust gezogen. Die Schultern und möglichst die ganze Wirbelsäule bleiben auf der Matte liegen. Nun kannst du in dieser Position bleiben. Wenn es dir angenehm ist, kannst du auch beginnen, rechts und links oder vor und zurück zu schaukeln, um dir selbst eine kleine Massage am unteren Rücken zu geben. Mach genau das, was sich heute und jetzt für dich richtig anfühlt. Ob schnell oder langsam, entscheidest auch du. Du kannst auch variieren mit kleinen Pausen. Spüre hinein, was dir gut tut. Komme langsam zur Ruhe, ziehe noch einmal ganz sanft die Oberschenkel, die Knie zu dir heran. Löse die Hände, lasse die Füße hinter dem Po auf die Matte sinken. Spüre einen Moment nach. Strecke nun einatmend das linke Bein in Richtung Decke oder Himmel. Lasse den linken Fuß auf dein rechtes Knie sinken. Nun umfasst du mit beiden Händen entweder deinen rechten Oberschenkel oder, wenn es dir möglich ist, dein rechtes Knie. Spüre hinein, was für dich heute sich gut anfühlt. Und dann ziehst du ganz sanft das Bein zu dir heran. Die andere Variation wäre, hier anzufassen. Dein Hinterkopf, deine Schultern, die Wirbelsäule bleiben dabei vollständig auf der Matte liegen. Und wenn du ausatmest, versuche alle Anspannung, so gut wie es jetzt gerade möglich ist, loszulassen. Nach einigen Atemzügen spürst du vielleicht, dass deine Muskeln, deine Sehnen, deine Bänder weicher werden und von alleine mehr loslassen. Dann kannst du ruhig ganz sanft die Dehnung noch ein wenig vertiefen. Ganz wichtig ist es nicht zu versuchen, sich selbst hineinzuziehen oder über Druck etwas zu erreichen. Damit erreichst du nur das Gegenteil. Dann machen die Muskeln sich fest und du wirst nicht entspannter, sondern eher verspannter. Lass dir Zeit und übe. Dann löse deine Hände. Lasse den rechten Fuß auf die Matte sinken. Strecke dein linkes Bein nach oben, setze den linken Fuß zurück auf die Matte, spüre einen Moment nach und strecke dann dein rechtes Bein lang nach oben. Der rechte Fuß geht auf das linke Knie. Du umfasst mit beiden Händen den linken Oberschenkel oder dein linkes Knie. Hier ziehst du langsam das Bein zu dir heran. Dein Hinterkopf liegt auf der Matte, die Schultern, die Wirbelsäule. Dein Kinn ist sanft zur Brust gezogen, so weit, wie es heute für dich möglich ist. Ganz sanft das Bein zu dir heran annehmen. Wenn du spürst, da geht noch was, trau dich, es auszuprobieren. Wenn es dir zu viel ist, kannst du jederzeit auch ein wenig lösen. Nach einigen Atemzügen spürst du vielleicht, wie es von alleine weicher wird. Dann probiere aus, die Dehnung noch ein wenig mehr zu vertiefen. Dann löse deine Hände, lasse den linken Fuß auf die Matte sinken, strecke das rechte Bein lang nach oben, setze den rechten Fuß zurück auf die Matte und spüre einen Moment nach. Strecke nun beide Arme und beide Beine lang nach oben in den Bären. Die Fußsohlen und die Handflächen zeigen nach oben. Deine Wirbelsäule liegt möglichst vollständig auf der Matte. Lasse nun rechts das Bein und links den Arm sanft und langsam nach unten sinken. Halte ca. 10 cm über dem Boden an und halte die Spannung. Komme langsam wieder zurück. Lasse nun dein linkes Bein und deinen rechten Arm langsam nach unten sinken. 10 cm über dem Boden. Stopp. Komme langsam wieder zurück.
Lasse nun beidseitig gleichzeitig Arme und Beine nach unten sinken. 10 cm über dem Boden. Stopp. Komme langsam wieder zurück. Noch einmal nach unten sinken lassen. Und wieder zurück. Und noch ein letztes Mal. Und wieder zurück. Bleibe noch einen Moment im Bären. Dann öffne deine Arme, deine Beine ganz weit. Und lasse alles nach unten sinken. Und ausatmen, tief in die Matte hineinsinken und einen Moment nachspüren. Dann kannst du es dir in einer dir angenehmen Position ganz bequem machen. Zum Beispiel mit einer Decke oder einer Jacke, einem Kissen, so wie es für dich sich gerade richtig anfühlt. Ob auf dem Bauch, auf dem Rücken, auf der Seite, entscheidest du so, wie es für dich heute gerade richtig ist. Mach es dir nun ganz bequem. Schließe deine Augen. Es gibt nun nichts mehr zu tun. Lasse deinen Atem kommen und gehen. Kommen und gehen, ohne ihn steuern zu wollen. Lasse deine Gedanken kommen und gehen. Lasse sie weiterziehen wie die Wolken am Himmel. Und auch deine Gefühle, deine inneren Bilder, lasse weiterziehen, ohne ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist so wichtig, nach innen zu lauschen. Hier findest du die Kraft, mit der du in der Welt Dinge in Bewegung setzen kannst. Erlaube dir zu fühlen, was du fühlst und zu wissen, was du weißt. Spüre nun in dich hinein. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlen sich deine Muskeln an? Was machen deine Gedanken? Wenn du Gedanken oder Spannungen wahrnimmst, lass sie einfach weiterziehen. Sinke tiefer und tiefer in deine Matte hinein. Lasse mit jedem Ausatmen mehr und mehr los. Lass alles los. Stelle dir nun mitten in deinem Körper, vielleicht in deinem Herzen, vielleicht in deinem Solarplexus, vielleicht in deinem Bauch, vielleicht auch ganz woanders, ein Lächeln vor. Lasse das Lächeln aus der Mitte deines Körpers oder von der Stelle, wo du es gerade wahrgenommen hast, durch deinen ganzen Körper ziehen. Lasse deinen ganzen Körper lächeln. Gehe in die Schwingung von angenehmer Energie. Vielleicht magst du auch deine Mundwinkel ein wenig lächeln lassen und spüren, wie angenehm deine Gesichtsmuskeln darauf reagieren. Wie angenehm dein ganzer Körper darauf reagiert, wenn du lächelst und dir selbst das Gefühl gibst, ich bin gut, so wie ich jetzt gerade bin. Wenn du magst, kannst du das Lächeln auch zu einer Person schicken, die dir gerade einfällt oder zu einem Tier oder irgendwo anders hin.
Dann stell dir vor, dass das Lächeln einfach aus deinem Körper herauszieht, vielleicht über deine Mundwinkel, und die Person oder das Lebewesen erreicht, die du gerade gerne erreichen möchtest. Vielleicht möchtest du auch dir selbst ein Lächeln schenken. Jetzt ist es Zeit, mit der Aufmerksamkeit langsam zurückzukehren. Nimm noch einige tiefe, entspannte Atemzüge und dann beginne, deine Finger, deine Zehen, deine Füße, deine Hände, deine Arme, deine Beine zu bewegen. Strecke und recke dich. Mache das, was sich jetzt gerade richtig anfühlt. Fahre dir mit den Händen durchs Gesicht und dann komme langsam über die Seite zum Sitzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Namaste. Auf Wiedersehen.